Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ Standalone. Mit dabei ist heute der Markus. Ja, ganz neu mit dabei. Ja, ja. Und ja, hier habe ich mich das letzte Mal ausgelockt. Markus muss noch, wie lange jetzt noch warten? 150 Sekunden. Ja. Bis der auf den Server kommt. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns dabei mal hier die Powerplant Feuerstation an. Das höre ich auch ein bisschen voller, erleben wir mal wieder ein bisschen Action. Naja, bisschen voller. Geht eigentlich. Ja gut, 30 Spieler, ne 40 Spieler gibt es ja maximal. Ja gut, außer ja, du nimmst ja, halt ja. Diese Test-Server, aber da komm ich eh nicht ja, drauf. Klar. Jetzt muss ich wieder mal ein bisschen die Steuerung umgewöhnen. Ich habe gerade Altis live gespielt. Oh, da ist einer tot. Oh. Oh. Das Spiel macht Spaß, oder? Was, Altis live? Ja. Ist der Mod neu rausgekommen oder warum spielt das jetzt jeder? Keine Ahnung, so dass es jeder spielt, aber es ist, keine Ahnung, ziemlich nice. Weil vorher war ja Arma 3 irgendwie so und jetzt spielt auf jeden Fall irgendwie jeder. Also ich, ja. Weiß nicht. Ich wollte es mir eigentlich auch holen, aber hab dann gesagt, ich hole mir Rust. Okay. Ja, mal gucken. Wenn mal Bock hat mit mir aufzunehmen, dann kommt das vielleicht auch noch. Mal schauen. Tja. Eine Minute noch. Ich weiß nicht, ob ich mir Rust holen werde. Denke du hast mich drauf gebracht damals. Ja. Als anfangs Daisy rauskam, hast du gesagt, vielleicht holst du dir Rust und dann habe ich gesagt, okay, gucken wir uns das mal an. Und ich muss sagen, ich finde es nice. Ja, ich finde es halt schade, dass du wirklich überall auf der Map spawnen kannst. Ist eigentlich gut, aber das Problem ist, du findest dann halt keine Leute mehr. Okay. Und das ist halt ein bisschen schade. Weil du musst dann wirklich, du kannst dich halt irgendwie nicht gescheit orientieren. Da gibt's. Es gibt zwar eine Karte, aber es gibt keine Ortsschilder und so und okay. Ja, das ist schwer und von der Größe her, also die Map, wie groß ist die circa? Es ist kleiner wie in Daisy. Wie groß okay. Genau ist, weiß ich jetzt nicht. Okay. So, der Counter läuft noch 10 Sekunden. Sehr gut. 7,26, nee, das ist für die. 7,26 für die Musi. Ja, ich glaube. Ah, 0,62? Nee, weiß ich nicht. So, ich bin ja, da. Aber ich hab's nicht. Okay. Wo hast du dich ausgelockt? Hinten an die zwischen diesen Stromdingern. Okay. Weiß nicht, warum mein Soldat anfangs immer. Sag mal, jetzt pack doch mal die Waffe aus. Warum mein Soldat anfangs immer. Hä? Ach so, mit Doppel-W sprintet man. Upsala. Okay, treffen wir uns bei der Feuerwache. Alles klar. Ah, okay. So, ich bin vor der Feuerwache. Ich bin jetzt auch ja, da. Bisschen. Okay. Ja, wollen wir Elektro rein? Ja. Alles klar. Können wir Elektro gerne machen. Oder? Okay. Ja. Kann man die, was mich vorher interessieren würde, kann man die Mosin lernen? Weiß ich jetzt nicht. Versuch mal die Kugel. Da wird ja nur eine Kugel angezeigt, ne? Genau, also. Oder mach mal rechtsklick auf die Mosin Eject. Und dann. Genau. Ah ja, okay. Jetzt mal hier zack, load. Ja. Okay, weil ich hab ja letztes Mal, glaub, 3-4 Schuss verballert und bevor ich dann bevor wir dann nachher in den. Also ich will immer mit Shift sprinten. Warte mal. Ein ungebetener Gast. So, ja, hier will ich nicht schießen. Ja. What the fuck? Was machst du? Hast du das gehört? Warst du! Nein! What? Das war auf dich! Ein Schuss? Ich weiß es nicht. Es sah aber auf jeden Fall so aus, als ob irgendwas bei dir vorne in die Weste hat. Irgendwas explodiert oder ist eingekracht. Lass okay. Uns mal hier in die Bäume reinlegen. Warte mal, ich gehe mal in die Feuerwache. What the fuck, an. Hä? Ich war's nicht. Okay.
Oder bin ich nochmal auf die Maus gekommen und hab geschlagen? Weiß Es ich sah nicht. so aus, als irgendwas vorne bei dir an der. Die Schuss-Sounds haben sich ja jetzt geändert. Ja. Ich Also triff ja für von die. hier gar nicht mal den Boden, wenn ich so runter. Bedeutet, da war wahrscheinlich ein. Ja, dann muss. Ist seine Schutzweste vielleicht ein bisschen kaputt gegangen, weil es sah wirklich so aus, als ob. Also von meiner Sicht aus sah es so aus, als ob du was abbekommen hast. Ist damaged. Ich weiß nicht, wie die vorher war. Warte mal, ich habe ein Nähkästchen dabei. Okay. Ich renne jetzt mal zu dir, okay? Ja, ich bin in der Feuerwache. Okay, vielleicht werde ich ja, stehe ich jetzt auch unter Beschuss und dann wissen wir, woher es kommt. Vielleicht. Der Berg sieht eigentlich relativ clear aus. Ich sehe nichts. Na. Keine Ahnung, kann Vielleicht auch war nur es irgendein Bug ein Bug gewesen oder sein so. oder so. Ja. Naja, Na okay. gut, dann lass mal aber vielleicht andersrum laufen. Ja, wie? Hier lang. Hinten? Oder wo? Ja, Ah, okay. also nicht direkt Ja. hier lang, weil ich weiß ja jetzt nicht, wenn jetzt wirklich ein Spieler ist, dann und wir laufen den gleichen Weg lang, dann sind wir ja dumm. Wie machen wir es? Wo laufen wir lang? Zur Lass mal anderen ein Feuerwehrwache? bisschen weiter rechts an der Stadt mal. Also da jetzt so vor, über die Wiese. Ich habe jetzt die neue Maus, das heißt, ich kann wieder scrollen. Ja, nach, keine Ahnung. Oh je, oh je, oh je. Alter, Vater, Was? das sind so viele Zombies. Ich glaube nicht, dass du ein Spieler bist. Nimmst du die Axt oder soll ich? Ich nehme sie, du hast die M4. Ich nehme sie auch. Ja, du hast die M4. Ja, Ja, okay. egal. Mach du auch. So. Stirb. Wollen wir reingehen oder? Ja, ich würde schon sagen, ne? Alles klar. Zur Feuerwehrwache vielleicht? Kann man machen, ja. Da müssen wir halt auf jeden Fall auch Das aufpassen. ist auf jeden Fall. Weil vielleicht kam das, wenn jetzt wirklich einer geschossen hat. Beziehungsweise ich möchte ganz gerne vorhin das Krankenhaus noch durchchecken. Oh ja, das ist natürlich auch geil. Weil wenn es wirklich Beziehungsweise jemand geschossen Supermarkt. hat, könnte es ja vom Dach vom Feuerwehrhaus sein. Ja, aber pff, weiß ich nicht. Ja gut, es kann ja sein, dass es auch nicht geschossen hat, aber ACP, die nehme ich mal mit, die brauche ich, glaube ich. Okay, nee, da ist sonst nix. Alles klar, dann gehen wir weiter. Ach ja. Oh, bei mir ist Zombie drin. Oh, da ist nochmal eins. Was ist los? Ich bin umzingelt von Zombies. Okay. Du dich? Nee. Nee, okay. Dass hier keiner ist, ist der Wahnsinn. Ja, ich glaube so wie die Leute sich hier vorkämpfen. Wo bist du jetzt lang gegangen? Zur Weiter in Krank. Richtung Krankenhaus. Ach da. Also ich glaube, hinter dir ist ein Zombie. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass hier keiner ist. Weil wenn, Ich dann glaube auch campen sie nicht. vielleicht auf irgendwelchen Dächern oder so. Das kann natürlich sein. Also wir wissen jetzt mittlerweile, wie die Leute hier campen können. Weil wenn in den Dörfern keiner ist, dann wo sollen sie sonst überall rumtreiben? Ich glaube jetzt nicht, dass sie alle irgendwo. Hier ist Oh, hier ein ist ein. Blood Kit, aber ja. Oh, warte mal, da kommt ein Zombie. Ich will auch ein Zombie sein, kann durch Wände laufen. Ja, das wäre nice. So richtig die Glitch using Ja. Zombies. Okay, ist ungelootet, oder? Da ist einer Ich dran. glaube auch, dass es ungelootet ist. Weil die vorherige Tür auch offen, zu war. Das ist aber ein bisschen komisch, finde ich jetzt mal. Ja, weiß nicht, kann ja Ich auch gehe die sein, dass nächste hier ist Etage ein durch. Saline Bag. Ein Ich Pristine. hab. Warte mal, ich hab, glaube ich, eins, oder? Ich hab ein Blood Pack Kit. Warte mal, Ne, ein ich habe Saline Bag ne. habe ich nicht, aber ich habe ein Ivy Starter Kit. Ja, ich habe auch eins. Nimmst du es oder soll ich es nehmen? Kann ich nehmen. Alles klar. Gut, okay. Ich habe jetzt ein Saline Bag. Pristine. Nice. Ich glaube ja, das Blood Pack Kit kann ja wirklich damaged sein oder halt ruined. Solange du ein Ja. Pristine Ivy Starter Kit hast, wird es trotzdem.
Okay. Das ist natürlich nice. Okay, um ein Dach. Bist du jetzt am Dach? Ja, ich halte gerade ein Okay. bisschen Ausschau. Ja, da wird aber nichts sein, denke ich. Nee. Aber sicher ist sicher. Ah, klar. Gibt's ja noch ein zweites So. Krankenhaus? Müsste eigentlich, ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Lol. Also du bist wieder runter, oder? Ja. Oder? Ja. Komm jetzt Okay. runter. Irgendwie, ja, LOL, okay. Player HD Xenox ist Lost Connection. Okay, das ist dann eher suboptimal. Okay. Ich warte auf dich. Okay. Da ist mein Internetwolf flöten gegangen. Markus, hörst du mich noch im Test? Ja, du Ah, hast okay. auf dem Server die Connection verloren. Ja, ich weiß. Ich bin aber noch drauf. Ja, warte mal, ich reconnecte mal ganz kurz. Ach ja. Also bei mir steht dran, Player HD Xenox ist losing connection. Okay. Und in der Spielerliste bist du bei mir auch nicht mehr dran. Ja, jetzt bin ich rausgegangen. Mann. Boah. Ja, habe ich jetzt den Markus? Ja. Wait for Horst. Alter, wie viel Hunger hat der Typ? Mann, jetzt muss ich erstmal 60 Sekunden warten. Wenn man auf dem gleichen Server nochmal joint, muss man warten. Player HD Xenox, wrong signature for file add-on structures lighthouse.tbo. What? Okay. Bei mir kam gerade wieder eine Fehlermeldung für dich. Ja. Nochmal. Probier mal, ob du auf einen anderen kommst. Ja, warte. Steht Bei aber HD Wait for Xenox, Host. ja, jetzt sehe ich es bei dir. Na. Du lädst. Na? Geh so lange mal wieder hoch aufs Dach. Ja, okay, jetzt muss ich 15 Sekunden warten, also jetzt noch 10. Mal gucken, was das jetzt war. Okay, ich habe eine gelbe Kette, eine geschlossene. Player HD Xenox is losing connection. Schon wieder. Lädst du gerade was hoch? Nee. Aber du verstehst mich deutlich im Test, oder wie? Du lächst jetzt bei mir im Teamspeak. Okay. Doch, bei mir schon. Hey, man. Nee, nee, bei mir steht, spammt jetzt der ganze Chat vor. Player HD Xenox is losing connection. Probier mal, ob du auf einen anderen Server raufkommst und hör nicht dir danach. Ja, okay. Dann unterbreche ich die Aufnahme hier mal kurz. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Tut mir leid für die kleine technische Störung. Aber anscheinend. Tja, warte mal, jetzt höre ich dich gerade einloggen. Kann das sein? Ja. Und Okay. ich meine, ich weiß immer noch nicht, warum der rumschreit, wenn ich einlogge. Ja, weiß ich auch nicht. War bei mir auch. Also das Arme, oder? Ja. Auf jeden Fall hatte ich jetzt gerade das Problem, dass jemand aus meiner Familie sich etwas zu essen gemacht hat und ich aber über D-Link mein Internet angeschlossen habe. Wenn man das so sagen kann. Ja, Also also über wer es nicht weiß, Stromnetz. was genau. Und ja, da ist jetzt mal kurz die Leitung abgekackt. Ja. Ja, so krass hatte ich es auch noch nie. Ich habe es zwar hin und wieder mal gemerkt, dass ein bisschen, also wenn jemand nach Hause gekommen ist, das Internet auf einmal nicht mehr so gut geht. Aber das hat sich dann meistens nach einer halben Minute oder so wieder gelegt. Wo bist denn du jetzt hin? Und jetzt ging es halt länger. Ich bin beim Krankenhaus. Ich Ah, auch, bist du? aber wo bist Ja, du genau? ich sehe dich. Ach so, okay. Ja, ich bin blöd, ich guck dich an und so, wo bist denn du?